Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und mir fällt gerade auf, dass ich wieder an derselben Stelle starte, wie auch in der letzten Folge. Und des Weiteren müssen wir jetzt endlich mal gucken, dass wir fertig werden mit unserem Rumgebastel da hinten. An unserer neuen Hütte. Und... Alter Schwede, wie viel uns? Ich weiß gar nicht, ich habe da hinten Steine reingeworfen, ne? Ja, habe ich, okay. Gut, und ich habe des Weiteren nochmal und neu überlegt. Jetzt kommt wieder ein und. Und die Wand hier und die andere Wand, ich weiß jetzt nicht, das hier kann ich, glaube ich, lassen. Und das hier unten in der Breite auch. Da bastel ich ein bisschen was anders. Da habe ich eine Idee. Dann kann ich ein paar Steine sparen. Und die Seite hier, das hatte ich mit dem Jomo zusammen mal getestet. Da hat mir das zusammengebaut. Da haben wir die Seite hier komplett offen gelassen. Ich mache das auch mal hier. Und schaue mir das dann an hinterher. Und dann habe ich auch noch überlegt, dass ich dann hinterher vor die Schmiede einen Brunnen setze. Halt für Notfälle, wenn man mal Wasser braucht. Ich glaube nicht, dass wir das in echt brauchen werden, aber... Naja, einfach mal so. So, Problem ist nur, wir haben jetzt gar keine Pflastersteine mehr, ne? Hallo? So, ich sammle jetzt erstmal hier alles ein. Und dann muss ich hinterher neue Pflastersteine sammeln gehen. So, habe ich das jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Gut, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich denn tatsächlich jetzt diese Spitzhacke hier verwenden möchte für die Pflastersteinjagd. Die ist zwar unheimlich schnell, aber auch unheimlich wertvoll. Mir ist ja schon mal eine kaputt gegangen und ich möchte eigentlich nicht noch eine kaputt machen. Aber was ich schon mal machen kann, ist folgendes. Ich gehe mal ganz schnell hier wieder rein und schnappe mir die 29 Stück hier raus. Gut, habe ich. Und hier auch mal. Dann hole ich das hier wieder raus. So, dann gucke ich mal. Wo habe ich die Steine? Hier, 58. Geht ja. Hallo? Nur die Öfen nicht wegwerfen. So, dann mache ich hier schon mal einen Boden rein. Ich hoffe mal, dass das reichen wird, was ich da gerade so genommen habe. Ja, stehst im Weg. Warte, das hier mache ich auch mal weg. Nein, das da unten nicht. Gut, der Bodenbelag wird nicht reichen. Dann nehme ich mal ein bisschen mehr, bevor das alles verbrannt ist. Nee, das war falsch. So, dann rupfe ich das erstmal alles raus und dann kommt da Pflasterstein rein. Denn hier darf absolut nichts brennbar sein, denn ich habe vor, da vorne, wo ich die zwei Steine freigelassen habe, ein Lavabecken hinzumachen. Muss ich nur mal schauen, wie das hinterher alles ausschaut und auch vom Platz her. Wie das dann alles so passend tut. So, jetzt erstmal Pflastersteinboden rein. Ja, da hinten. Boah, ich ecke hier überall mit der Maus an. Das ist voll ätzend. Ah, das wird knapp. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon exakt, aber nichts exakt. Gut, hier unten ist schon mal alles fertig. Dann packe ich die hier auch mal rein. Und nehme die hier wieder mit. So. Gut, Boden haben wir. Ach Mist, ich hätte doch noch welche gebrauchen können. Dann nehme ich mir die 18 da raus. Moment, jetzt muss ich mal wieder hier rumbasteln. Nein. So, ja, jetzt brauche ich ein Crafting Table. Einmal zurück in die Hütte und ein Crafting Table schnappen. Ja, genau hier. Was mache ich denn da? So, dann bastel ich mir Treppen. Oder auch nicht.
4 Stück werden komplett reichen. So. Dann schaue ich mir das nochmal an. Und dann muss ich das Dach basteln. Und das wird wohl mit Abstand das Schwerste an dieser ganzen Hütte. Ach Mist. Jetzt habe ich da was außer Acht gelassen, was ich nicht hätte außer Acht lassen dürfen. Oh, ja. Das war jetzt so geplant. Natürlich. Nee, das muss ich da lassen. Weißt du was? Dann machen wir das auch einfach mal anders. Warte. Nee, 4 Stück werden nicht reichen. Was mache ich denn da? Ja, super. Das war jetzt spitze. Jetzt brauche ich doch noch mehr Treppen. Ich schnappe mir mal die restlichen Pflastersteine, die hier noch kokeln. Ach, Pflastersteine, Steine hier. Da sind noch 33 Stück. So, die da unten lasse ich mal fertig kokeln. Da mache ich aus dem Rest mal noch ein paar Treppen. Die ich ja dann doch noch brauche. Da, 27 Stück. So, ach ja, nee, die fallen jetzt weg. Die brauche ich auch, danke. Los, lauf, Steve, lauf. So, mache ich das jetzt noch einen länger? Ja, ne? Ja. Gut, da kommt dann hinterher Lava rein. Jetzt brauche ich nur noch mal kurz Sand. Oder habe ich... Nee, ich hole lieber Sand. So. 52 Stück reichen komplett aus. Nein, hallo. Ja, danke. Gehe ich nochmal zurück in die Hütte und dann bastel ich nochmal alles zusammen, was ich da in den Öfen hier habe, was ich in den Öfen da habe. Ist voll das Multitasking, was ich hier gerade mache, du. Ist unglaublich, doch. So, 17 hier. Oh. Ist ja doch noch ganz ordentlich, was wir hier drin haben. Wow. Gut, dann mache ich das mal eben fertig. So. Da habe ich auch noch 10. Das war jetzt nicht so geplant. So, 18 Stück. Das sind dann wieder jede Menge. Das ist super. So, dann packe ich das auch mal alles hier drauf. So, dann haben wir nochmal 64. Super, dann bleibt das dann auch so. Ja, könnte mehr sein, könnte mehr sein. Oh, was mache ich denn hier? Ich muss nochmal zurück zu den Öfen. Mensch. Dann packen wir das da oben rein. Ein bisschen Glas. Dann nochmal zurück zu unserem Gebaugedönse da. Gut, hier unten kokelt's noch. Das lasse ich offen. Da kommt Glas rein. Da kommt Lava rein. Ich weiß auch schon, wo ich die Lava herkriege. Da kümmere ich mich dann direkt mal drum. Da muss ich nur einen Eimer holen. Oder zwei, oder drei, oder vier. Am besten 4. Oder 16. Nein, nicht das Schwert. Alter, das ist das Wichtigste. So, da muss ich jetzt nur mal eben da hinten hinlaufen. Ganz weit weg. In der Nähe. Weg. Jetzt die Musik aus. Hallo, Musik. Ah, da. Okay. So, einmal rüber zu den Feldern. Da muss ich nur aufpassen, dass hinten hinter den Feldern, da war doch mal Lava drinne. Ich mach das jetzt mal vorsichtig wieder auf und guck mal, dass ich da ein paar Eimer Lava raus kriege. Nur muss ich aufpassen, dass ich nicht reinfalle und verbrenne mit dem ganzen Zeug. Das könnte abenteuerlich werden, aber glücklicherweise hört man die Lava, ja? Da muss ich nur gucken und hören. Hier unten haben wir das. Da mache ich erstmal hier... Ah, wunderbar. Da mache ich hier auch mal... Guck mal, da haben wir doch direkt schon Lava. Muss ich nur aufpassen,
Ach, das ist eine Diamantschaufel. Sah jetzt nicht wirklich danach aus. So. Ja, wunderbar. Dann muss ich hier einmal kurz Erde. So. Okay, und dann... So, ein paar Eimer Lava mitnehmen. Da machen wir die ganze Kacke wieder zu. Das ist nämlich zu gefährlich. So, und dann hauen wir wieder ab. Da haben wir unsere Lava. Muss ich gucken. Oh, ein paar zu viele Eimer. Muss ich nur mit aufpassen, dass ich da nicht irgendetwas abfackel. Ein Eimer bleibt über, ja. Okay, doch nicht ein paar Eimer, nur ein Eimer zu viel, aber... Ein Eimer zu viel ist ein Eimer zu viel, ne? Das war jetzt der falsche Knopf. Ich wollte 4 drücken, Entschuldigung. So, dann laufen wir wieder zurück. An den Pferdchens vorbei. An dem merkwürdigen Doppelbaum in der Kneipe. Diesen unendlich langen Weg. Ach, 18 Level haben wir schon. Super, dann können wir ja bald mal wieder was verzaubern. Hey! Müssen wir noch vorher, je nachdem, was wir verzaubern, reparieren. Jö, dann packen wir die Lava hier rein. Muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie was zumachen tue, dass ich da nicht einfach reinfalle. So. Ja. Ist ein bisschen doof jetzt. Vielleicht... Ah, warte. Riskante Aktion. So. Gut, dann mache ich das hier vorne einfach mal flach zu. Dann kann ich da einfach dong, dong gegenlaufen. Das hier mache ich vielleicht auch nochmal zu. Hiermit. Obwohl, dann sieht das einfach... Nee. Nee, 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 nee. Machen wir an der Seite lieber so. So. Und dann haben wir halt unser Lavabecken hier. Müssen wir nur aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Ach, wie schön das wabbelt. Nein, das ist ja auch so wellenmäßig. Ist jetzt die Frage, kommt das von den Shadern oder ist das jetzt standardmäßig so? Okay, das ist von den Shadern. So. Aber ich stelle mal eben wieder rein. Ja, doch, Tatsache. Sieht direkt auch ganz anders aus. Viel besser. Viel schöner. Wow, das kokelt ja immer noch hier. Ach, ist schon fertig. Gut. So, dann brauche ich jetzt nur mal eben das Glas, Sand. Muss mal gucken, wie weit das ist. So, 20 Stück reichen komplett aus. Wo ist es? Da. Das packe ich mir mal hier hin. So. Hallo? Nein. Danke. So, ich mache das mal lieber von der anderen Seite zu. Nicht, dass ich da in das Lavabecken falle. Das ist mir zu riskant. Hä? Was macht der Block denn hier? Ein einsamer Block. So. Wunderbar, da kann jetzt wenigstens keiner mehr reinfallen. Hier muss ich dann hinter noch fertig machen. Ja, warte, mache ich mal eben. So, die Ecken mache ich folgendermaßen. So, da brauche ich, glaube ich, jede Menge Treppen für. Denn das, was ich habe, ist jetzt leer. Und zwar genau jetzt. Gut, ich mache mal noch ein paar Treppen. Dann schaue ich mir das nochmal ganz kurz an und dann mache ich Schluss. Die hier kann ich ja komplett weghauen. 24 Treppen. Ja, da werde ich wenigstens rundum mit fertig. Ansonsten brauche ich noch ein paar. Ja. Das war jetzt spitze. Verdammter Blumentopf für den Baum. Nein! Naja, ah. So, so.
dieses Hin und Her, ey, das ist ja ätzend. So, 5 Stück, wird das reichen? Ja, ich denke schon. Kannst du mal Platz machen hier? Danke. Passt, wackelt und hat Luft. Jetzt muss ich nur gucken, ob das da oben auch... Ja, ist richtig. Okay, wunderbar. Dann hätten wir wenigstens schon mal einen Anfang vom Dach. Wow, hat genau gepasst, die 24. Als ob ich es gewusst hätte. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Schluss und mache dann in der nächsten Folge weiter. Dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr dann in der nächsten Folge auch wieder einschalten werdet. Ja, und verabschiede mich von euch. Bis dahin. Ciao.